nur dadurch, dass sie gemeldet wurden, zum Platzen kommen. In seiner monumentalen Tragödie »Die letzten Tage der Menschheit« führte Kraus vor, wie diese Stimmungsmache das Blutbad des Ersten Weltkriegs erzeugte. Auch wenn sich der apokalyptische Titel 100 Jahre später nicht bewahrheiten sollte, weil die Menschheit diesen Krieg überlebt hat, die Methoden und Mechanismen, mit der die Massen zum Krieg animiert werden, haben sich seitdem nicht verändert. Sie sind durch die Allgegenwart von Funk, Fernsehen und Internet nur verstärkt und beschleunigt worden. Die Herstellung von Realität findet in Echtzeit, im Live-Ticker statt. Ebenfalls nicht verändert hat sich das Diplomat.